Unternehmensziele. Welche Ziele brauche ich als Unternehmen im Textilservice? Das nächste Video in einer Serie über Ziele. Erster wichtiger Punkt, Marktstellung. Das heißt, welche Stellung habe ich als Unternehmen relativ jetzt zum Mitbewerb am Markt? Da muss ich jetzt vor allem einmal definieren, was ist der Markt, in dem ich tätig bin. Das heißt, das definiere ich in erster Linie aus Kundensicht. Ich muss mir einfach vorstellen, in meinem Radius, in meinem Raum, wo ich tätig bin, welche Kunden haben welche Anbieter zur Auswahl. Das heißt, wenn ich im Bereich mit Berufsbekleidung nur für Lebensmittel beschäftigt bin oder anbiete, dann habe ich jetzt nicht alle Anbieter praktisch als Mitbewerber, sondern die was praktisch auch für Lebensmittelkunden anbieten. Oder wenn ich spezialisiert bin für Krankenhäuser, Hausnummer oder für Seniorenheime, dann ist das mein Markt. Und ich muss praktisch aus der Kundensicht sagen, welche Anbieter gibt es, und dann weiß ich auch, was ist meine Marktstellung lokal. Das kann natürlich auch speziell sein, das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ich bin derjenige, der ein hochqualitatives Segment betreut, und dann ist nur praktisch der Mitbewerber ein wirklicher Mitbewerber, der auch für den Kunden eine Leistung anbietet, die er auch akzeptieren würde. Das heißt, wenn jemand zwar Hoteldienstleistung anbietet, aber für diese Kundengruppe nicht in Frage kommt, weil er einfach nicht die richtigen Produkte hat, dann ist er nicht wirklich mein direkter Mitbewerb. So, das heißt, ich muss meinen Markt definieren, ich muss meine Kunden definieren und dann muss ich meine Marktstellung haben. Und Fakt ist, dass man in dem Markt, den man, sollte man Nummer 1 oder Nummer 2 sein. Das heißt, das ist natürlich auch eine best maximal noch Nummer 3. Wenn ich Nummer 4 oder 5 bin in dem Markt, dann habe ich ein Problem, weil dann werde ich praktisch nicht wettbewerbsfähig anbieten können. Und dann habe ich praktisch ein Problem, Hausnummer, mit dem, dass der Fuhrpark zu teuer wird oder dass ich eben auch die Produktivität nicht haben kann, die für die preisige Situation zum Beispiel notwendig ist. Das ist kein K.O.-Kriterium jetzt für mittelständische Wäschereien, aber das heißt sehr wohl, dass man sich überlegen muss, mit wem geht man wirklich gegen wen geht man in den Krieg, und wo lege ich mein Augenmerk und meinen Schwerpunkt im Markt. Aber das ist jetzt Thema Strategie, das wollte ich jetzt nicht ausführen. Aber ich würde nur sagen, es geht hier nicht natürlich auch um Umsatz, aber es geht um den Umsatz relativ jetzt zum direkten Mitbewerb im Markt. Und Fakt ist, wenn die Marktstellung besser wird, sprich jetzt man gewinnt Marktanteil, ist immer ein gutes Zeichen. Außer man gewinnt den Marktanteil mit Billigpreisen. Das heißt, wenn ich den Marktanteil bekomme mit einer guten Qualität, mit ordentlichen Preisen und ich so auch wachse, dann ist es ein Zeichen, dass ich gesund bin als Unternehmen, ein gutes Produkt habe, eine gute Dienstleistung habe und einen Erfolg habe. Also Marktstellung ist wichtig als Ziel. Wie formuliert man das Ziel? Im Endeffekt dann trotzdem mit Umsatz, mit Neukundengewinne in dem Markt, wo ich auch sein möchte, und langfristige Ziele da auch praktisch ist, welchen Marktanteil habe ich praktisch in dem Markt, den ich dann definiert habe. Also Marktstellung wichtig. Das zweite ist Innovationsleistung. Das ist praktisch, wenn man nicht was Neues macht, dann wird man irgendwann einmal praktisch alt und die Kunden werden das Produkt, die Dienstleistung nicht mehr kaufen, weil es etwas Besseres gibt. Das heißt, praktisch, wenn ich immer noch
nur die Lohnwäsche zu Kilogrammpreis anbiete, dann brauche ich mich nicht wundern. Wenn jemand eine hochwertige Dienstleistung anbietet mit Webportal, mit UAF-Technologie, mit verschiedenen Sachen und das Ganze auf Miete und so weiter, dass ich dann irgendwann einmal praktisch nur mehr ein paar Kunden habe, die aber zufälligerweise noch das Produkt haben wollen. Das heißt, Innovationsleistung ist, dass ich schaue, wo geht die Branche hin, was ist wichtig, und Innovation heißt ja nicht, dass ich etwas mache, was praktisch weltweit einmalig ist, sondern es muss im Prinzip neu sein in dem Markt, wo ich gerade bin. Das heißt, für die Kunden, wieder aus der Kundensicht, für die Kunden, die in meinem Markt sind, muss ich etwas Neues bieten. Und wenn ich praktisch für das jetzt nach Holland fahre oder sonst irgendwo mir das anschaue und abschaue und lokal umsetze, bin ich trotzdem innovativ. Das heißt, Innovation ist das praktisch, dass ich sage, ich setze für meine Kunden etwas um, was für den Kunden auch neu ist. Und jeder Kunde möchte das. Also wenn ich jetzt da sage, zum Beispiel eine Wäscherei möchte, wenn sie eine neue Mangel- oder Waschstraße kauft, eine neue Technologie haben. Das heißt, wir wollen ja als Kunde was Innovatives haben, und genauso wollen auch die Kunden des Textilservice immer wieder was Innovatives haben. Und das müssen wir auch bieten, weil sonst ist man irgendwann einmal alt. Das heißt, man muss hier entscheiden praktisch, was ist wichtig gerade und was muss ich praktisch umsetzen, damit ich praktisch immer dabei bin. Und da gibt es natürlich eine Zone, die gut ist. Das heißt, wenn ich zu wenig Innovation habe, dann bin ich einmal alt. Wenn ich zu viel Innovation habe, dann ist es einfach zu teuer. Das heißt, der Mittelweg ist in diesem Fall. Ja. Das heißt, ich muss nicht jetzt immer alles komplett sofort auf die Minute umsetzen, aber ich muss auch aufpassen, dass ich jetzt nicht praktisch eingefroren bin in irgendeinem starren alten System, weil dann quasi jetzt einmal links überholt werde. Das Thema Innovation, muss man Ziele setzen. Operative Exzellenz, das ist natürlich ein großes Thema. Da geht Malik sagt hier Produktivität dazu. Ich finde, dass Produktivität ein bisschen dort zu kurz greift. Das ist auf der einen Seite Qualität. Das heißt, ja, Produktqualität, Lieferqualität und so weiter. Für das gibt es noch ein separates Video. Die Kosten, die Produktivität, aber auch praktisch jetzt, wie viel Lagerbestand und so weiter gibt es. Aber das möchte ich in einem separaten Video noch einmal darlegen. Also operative Exzellenz ist wichtig. HR, sehr aktuelles Thema. Das heißt, Personal und attraktiv zu sein für neue Mitarbeiter und für bestehende Mitarbeiter, dass diese im Unternehmen bleiben oder dass man praktisch eine Warteliste hat, dass die Mitarbeiter kommen. Das ist natürlich jetzt zum Teil auch ein unrealistisches Ziel. Aber grundsätzlich ist das Thema Personal wichtig, und es ist auch wichtig, dass ich dort Ziele habe, im Sinne jetzt von Mitarbeiterfluktuationsrate, Krankenstandsrate, wie werden die Mitarbeiter auch gefördert, wie kann ich es flexibilisieren, und. Das heißt, man sich Ziele setzt bezüglich Personal, und das hat einen Grund, warum das praktisch schon der Gewinn als relativ weit unten kommt, weil der Gewinn letztendlich eine resultierende ist. Es ist eine resultierende, kaufe ich mir die Kunden nur über einen Preis oder habe ich eine sehr gute Marktstellung aufgrund von meinen Produkten und der Qualität? Bin ich praktisch aktuell oder habe ich zu viel Innovation, dann habe ich natürlich auch ein Problem hier. Bin ich operativ sehr gut und habe die richtigen Mitarbeiter praktisch, die auch Verantwortung übernehmen. Und nicht zu wenig, damit ich praktisch dann lauter Überstunden habe mit dem Rest der Mannschaft. Das heißt, diese Bereiche hier sind letztendlich vorgelagert zum Gewinn. Und es macht keinen Sinn, dass ich nur ein Gewinnziel setze, ohne dass ich praktisch die ersten vier auch praktisch für diese Ziele gehabt habe. Gewinn, zum Beispiel Betriebsergebnis im
Prozent vom Umsatz, dass man sich da ein ordentliches Ziel macht, was auch herausfordernd ist. Und das Thema Liquidität, da kann ich selbst einiges davon sagen. Auch für das brauchen wir ein Ziel. Das heißt, dass ich einfach absichere, dass man die Rechnungen immer bezahlen kann. Und das ist praktisch jetzt auf der einen Seite der freie Rahmen oder das Geld am Konto. Das heißt, wie viel Rahmen habe ich frei jetzt für die Rechnungen am schlechtesten Punkt des Monats oder des Jahres. Das ist einmal eine Art der Messung von Liquidität. Und die zweite ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Das ist praktisch jetzt das, wie viel Sicherheiten habe ich frei. Ist mein Gebäude frei, sprich weder verpfändet noch vermietet, das heißt im eigenen Besitz. Und ich habe dann einfach den Vorteil, dass ich nichts bezahlen muss für das Gebäude. Sind meine Maschinen frei, ist meine Wäsche frei, sind die Forderungen an die Kunden frei. Und wenn je mehr von den Punkten frei ist und ich da noch Geld am Konto habe, desto höher ist meine Liquidität. Das heißt, Liquidität ist ein Kontinuum natürlich und es ist einfach wichtig, dass man sich diesbezüglich auch langfristige, aber auch kurzfristige Ziele setzt, weil natürlich das dann auch eine Einschränkung ist. Das heißt, wenn ich ein Liquiditätsziel habe, dann ist natürlich auch eine Einschränkung auf das Thema Investition oder auch zum Teil eine Expansion. Aber grundsätzlich ist das ein wichtiger Punkt, weil natürlich, ja, brauche ich nicht viel dazu sagen. Und das sind die sechs Bereiche, wo man Ziele setzen muss. Ich habe das Modell 2006 das erste Mal so richtig gesehen und habe seitdem auch immer wieder überlegt, gibt es einen siebten Punkt, gibt es einen achten Punkt, braucht man alle Punkte, aber letztendlich ich bin gerne bereit, eine Diskussion zu starten, also bitte in den Kommentaren posten. Ich kenne keinen siebten Punkt, habe keinen siebten Punkt gefunden und ich weiß auch nicht, was man weglassen könnte. Also man kann jetzt nicht die Marktstellung weglassen, weil natürlich dann hat man, das ist das Wichtigste im Unternehmen, dass man Kunden hat. Ich kann die Innovationsleistung nicht weglassen, weil sonst bin ich irgendwann mal weg vom Markt, zwar vielleicht nicht nächstes Jahr, aber in 10 Jahren vielleicht. Ich kann die operative Exzellenz sicher nicht weglassen, die Mitarbeiter auch nicht. Gewinn muss ich machen und die Liquidität kann ich schon gar nicht weglassen. Das heißt, für alle sechs brauche ich Ziele. Also als Unternehmer, sprich als Geschäftsführung, als Eigentümer, gibt es diese sechs Kategorien als Ziele. Für die einzelnen Mitarbeiter, wenn man praktisch dann... zurückkommt auf das IMS, also die Strategie muss ich formulieren in diesen sechs Kriterien, aber die einzelnen Mitarbeiter haben natürlich dann oft nicht mehr, die haben nur einen Auszug, das heißt, ein Verkäufer hat dann praktisch ein Ziel bezüglich der Marktstellung oder das praktisch, was er an Neukunden gewinnt, oder ein Betriebsleiter hat ein Ziel bezüglich Qualität, Lieferfähigkeit, Produktivität, Energieverbrauch, ja, aber oft dann auch kein Ziel mehr bezüglich Marktstellung. Das heißt, die persönlichen Ziele sind dann oft reduziert und nur mehr ein Teil vom Gesamten. Und das ist dann auch ein bisschen die Kunst, dass man eben schaut, was sind meine gesamten Ziele und wie teile ich das auf, damit jeder weiß, was für einen Beitrag er leisten soll, damit am Ende vom Tag praktisch die Ziele auch erreicht werden. Ich werde eben einen Blog schreiben, wenn er schon geschrieben ist, dann ist er in der Beschreibung von diesem Video auch verlinkt und da werden Sie dann das Ganze auch in einer Form lesen können, dass man es auch lesen kann und damit man damit arbeiten kann. Ich glaube, dass einfach sehr wichtig ist, der ganze Prozess und wenn man praktisch hier umfassende Ziele hat, dann vergisst man auf der einen Seite nichts. Und wenn man die auch kommuniziert, zumindest zu den Schlüsselmitarbeitern, man muss nicht jedem alles sagen, dann wissen die Schlüsselmitarbeiter auch, um was es geht.
Und man kann dann praktisch auch für die einzelnen Mitarbeiter Sachen ableiten, wo sie praktisch dann den Beitrag dazu geben können. Also egal, ob sie jetzt die Ziele mal nur für sich selbst machen, man muss ja jetzt nicht jede Bilanzkennzahl mit jeder Person breit treten. Aber Ziele wie Marktstellung, Innovationsleistung, operative Exzellenz, die kann man sehr wohl auch im gesamten Unternehmen kommunizieren. Und das möchte ich auch ermutigen, dass man sich praktisch die Ziele komplett setzt und dass man auch praktisch dann die Ziele für die einzelnen Personen herunterbricht. Diesbezüglich dann noch einmal ein zweites Video, wo ich dann noch speziell eingehen möchte auf das Thema der betrieblichen Ziele, weil ich glaube, dass da auch eine ausgewogene Zielsetzung einfach einen großen Fortschritt bringt. Wenn das Video gefallen hat, dann bitte liken, den Kanal abonnieren und wir sehen uns im